Schweizer. Okay, na dann. Dann noch das andere Headset rein und dann passt das. Mal schauen. Live aus der Küche. Live aus der Küche hier. Okay. Nicht, wo ich das hin tun soll. Fahren wir mal ein bisschen. Einfach so entspannt fahren aus der Küche. Muss das Tablet noch laden hier? Oh ne, jetzt ist schon wieder irgendwie Ding langweilig oder so. Links, rechts lenken können und aber Spiegel verkehrt machen, oder? Warte. Ich will das genau in die richtige. Warte mal. Jetzt habe ich es für eine Sekunde. Nee, Gottes Willen. Jetzt. Jetzt müsste es passen eigentlich. Rechts, links. Jawohl. Live aus der Küche. Oh Gott. Live aus der Küche, sage ich euch. Das Mikrofon muss ich ja nicht so nah haben. Echt, hört man das auch beim Schalten? Geht das an? Ich dachte, die Rauschunterdrückung ist da. Oh, ist der Schalten so laut oder was? So, live aus der Küche hier. Ich wollte mir eigentlich eine Pizza machen, aber jetzt teste ich noch mal ein bisschen dieses Fahren. Cool, so ist ja die Sicht kaum verändert, so merkt man gar nicht, dass ich umgezogen bin. Fast alles gleich für euch. Für mich ist es eine riesen Umstellung. Das ist eine riesen Umstellung, müssen wir nochmal umsetzen, glaube ich. Oder mal entspannt hinsetzen, dann geht's auch. Jetzt geht noch einfacher fahren, wenn ich irgendwas machen will, gehe ich halt einfach zurück ins Wohnzimmer.
muss nur lernen, mich halt entspannt hier hinzusetzen, weil es ist halt schon anders für mich. Chat ist auf der anderen Seite, Mikrofon ist auf der anderen Seite. Also ein bisschen anders. Ich habe noch nicht getestet, wie das ist, wenn ich den Monitor wieder umschalte. Den Monitor wieder umschalte aufs Wohnzimmer, ob ich da jedes Mal rumtricksen muss mit dem. Mit der Herzzahl. Und ich muss noch das Mikrofon im Wohnzimmer installieren. Das Klinkekabel auf meinem Schoß stört mich noch ein bisschen, was sich immer wieder bewegt. Schauen wir, was ich mit dem mache. Klingt die Kabel die ganze Zeit hier hängen haben, ist auch doof. Das ist übers Mikrofon doof? Nee, oder? Ich das am Mikrofonhalter hier habe. Mikrofonhalter hier. Ich denke schon, das Blödeste. Über den Hals hängen? Ich weiß nicht genau, ob das so toll ist. Was ist denn hier passiert? Ich habe gar nicht hingeschaut. Ja, mein Hals hängen ist auch blöd, weil es tut mich dann hier stören. Auf der Seite hier. Was ist denn hier? So aus der Luft kommen. Okay. So aus der Luft kommen lassen ist auch blöd. Weiß nicht genau. Zwischen den Beinen. Beste, sagst du? Ja, okay. Auch doof mit dem Lenkrad. Weiß nicht genau. Ja, so. So, beim Lenkradhalter. Was ist denn hier? Es ist kaum zu bemerken, dass ich hier umgebaut habe für euch. Das ist ganz gut eigentlich. Sound müsste ja gleich sein, das ist das gleiche Mikrofon, ist alles nur verlängert um 15 Meter. Ich bin einfach mit einer Sutter Corsa rein. Oh, hab ich hingeschaut. Ich hoffe, dass das Stream das so aushält mit dem. Mit dem Wireless Control hier alles. Bis das Sichtfeld hier ist wieder anders sitzt in der Küche.
Ja, jetzt haben wir den gleichen Scheiß nur in der Küche. Ich kann ja entspannt sitzen. Hinter mir ist der Ofen, kann mir auch eine Pizza machen, direkt. Was ich glaube ich auch heute sogar mache. Ist eigentlich egal, wie oder was ich fahre, ich will nur schon, ob es hier von der Küche alles klappt. Was mir fehlt, ist mein Stream Deck halt hier, habe ich keins. In der Küche. So. Kann ich eigentlich auch das meiste so stehen lassen, außer dem Stuhl. Wenn ich aufstehe, muss ich doch nach hinten schieben. Mikrofon könnte ich auch so stehen lassen, da bin ich nicht sicher. Und egal, ob ich jetzt schon langsam fahre, Hauptsache ich bin jetzt endlich am finalen Platz. Die Kabel müssen dann noch ein bisschen besser verlegt werden. Das war ja überhaupt unsicher, dass es klappt hier. Ja, na klar, der Gino, der macht das schon. Kein Problem, was ist mit dir los hier? Hallo Gino, was ist los hier? Also das ist eine ganze Welt, sag ich dir. Das ist mir egal. Ich fahre einfach, mein Freund. Ob langsam oder schnell, interessiert mich ein Scheißdreck. Einfach hier entspannt fahren. Geil, Mann. Endlich. Oh, Entschuldigung, Mikrofon einfach gekickt hier. Die Hände ausstrecken hier. Endlich hier angekommen. Kann ich eigentlich so umlenken wegen dem Mikrofon? Geht's ja nicht, warte. Müsste gehen, ja.
Geil, Mann. Ich habe so hingekriegt, dass fast kein Unterschied zu merken ist vom Wohnzimmer. Die genauer schauen. Was? Dann habe ich von 4 Uhr bis 9:30 umgebaut. Bin noch nicht fertig. Das ist nicht schlimm. Alles okay, mein Freund. Alles okay, mein Freund. Entspann dich. Genieße ein bisschen, dass wir jetzt umgezogen sind. Entspann dich. Wir machen das schon. Das ist auch ein ganz gar kein Problem hier. Das ist alles gut, mein Freund. Gino macht das schon. Gino macht das schon, mein Freund, okay? Gino Beste. Gino ist in der Küche. Macht sich gleich eine Pizza. Und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Gino hat zu spät gebremst wieder. Habe ich gerade noch überlegt, wie ich das Ganze optimiere hier. In der Kitchen must die. Ich schneid der gleich irgendwo in den Pen, also ich mein, ich sag's dir. Ein ganzer Dreck, vor der Dreck, also ich mein da nichts. So, an der Lenker können wir noch holen.
Achso, ja, ich weiß, was ich machen wollte am anderen Rechner. Ich wollte schauen nochmal wegen dem Mikrofon hier. Dass wir überall das Gleiche haben. Nur so mit Mute würde ich das halt fühlen. Mein Audio-Interface hat leider kein Mute. Das ist halt bescheuert. Welche Caesar? What? So. Okay. Müssen wir mal kurz rüber. Geht das andere? Schau mal, geht das? Ah, das geht noch. Okay, okay. Dann stell ich mal kurz um auf. Test, Test. Jetzt geht's erst. Das machen wir aus. Geh ich mal kurz rüber. Aua, ich kick halt immer irgendwas. Mikrofon-Ding. Ich nehme mal kurz das hier mit. Werde mal testen, ob die Maus hier auch noch geht. Schwer, oder? Ah, weil das alles zu weit weg ist. Aber ich lasse sie mal da. Müsste das alles noch so ein bisschen verlängern. Bisschen verlängern mit dem Hub hier, oder? Mhm. Egal, einfach mal hier kurz entspannt hier auf den Ding, auf den Tisch setzen und hier sitzen einfach und was am PC machen. Ohne Lenkrad davor. Ohne Lenkrad davor. Ich muss mal so dunkel machen, oder was? Krass. So. Gut. Ich könnte ja sogar in der Küche. Ach, ich könnte auch die andere Maus in der Tastatur nutzen da. Stimmt, könnte ich auch machen. Die ich vorher hatte. Ja. Genau. Die ich vorher in der Küche hatte. Einfach die entspannt nutzen da. Einfach per Kabel. Ich habe ja USB hin. Kann ich das USB nochmal verdoppeln? Kann ich dann das Ding nochmal in den Hub stecken? Das USB-Ding gerade steckt schon eher im Hub, die Verlängerung 20 Meter. Nochmal ein Hub? Ich weiß ja nicht. Dann könnte ich zumindest meine normale Tastatur hier haben, muss nicht immer hin und her laufen. So, ich bin im Ding. Ich wollte mal schnell schauen. Ja, schau mal, Dave. Ja. In der Küche. Ich bin gerade noch hier, ich bin gerade, das in der Küche ist. Ich habe von 4 Uhr in der Früh bis um 9:30 eben umgebaut und ich bin noch nicht fertig. Das in der Küche ist. Hinter mir ist der Ofen. Ich war die ganze Zeit noch im Sleeping, nur jetzt bin ich ganz ins Assetto Corsa rein, glaube ich zumindest. 15 Meter Kabel. 3,5 Klinke, XLR, USB, HDMI und DisplayPort. 5x 15 Meter Kabel verlegt. Und ich bin halt hier jetzt im Wohnzimmer. Hier ist Wohnzimmer und da drüben ist halt die Küche. Und jetzt wollte ich noch mal schauen wegen Mikrofon.
Ach, deswegen geht kein Ton hier. Test, Test, Test. Jetzt geht's. Leute, ich quatsch die ganze Zeit mit dir und zeig dir, erklär dir und mach dies, mach das. Alles umsonst, die ganze Scheiße. Also, ich möchte das Mikrofon nochmal haben hier, weil damit ich das Gleiche in der Küche habe wie hier. Nochmal den ganzen Müll erzählen, Leute. Verfickte Scheiße, krank am Bock. Also, ich möchte dieses Mikrofon haben hier. Damit ich das gleiche habe in der Küche wie hier. Das kostet 18 Euro eigentlich, aber 22 ist egal. Ich muss aber 2 bestellen. Man nimmt nur 2, was ein Scheiß. Will aber keine 2. Ich könnte mit Kabel bestellen. Dann hätte ich für 28,88 könnte ich nur 1 bestellen. Brauche aber auch kein Kabel. Also 2 bestellen oder mit Kabel. Warten jetzt. Hast du einen Bluetooth-Adapter, Dave? Und welchen Xbox One Controller hast du? Mit Bluetooth oder ohne Bluetooth? Einen neueren und einen älteren? Das ist halt wichtig zu wissen, damit ich dir sagen kann, welche was du brauchst. Wenn du einen mit Bluetooth hast, dann kannst du einfach für ein paar Euro einen Bluetooth-Adapter holen. Wenn du einen ohne Bluetooth hast, nur mit Wireless, brauchst du halt so einen Scheiß. Den habe ich 2015 geholt, das Ding. Gibt anscheinend ein neueres Teil. Bluetooth würde ich halt nur 10 Euro kosten. Das für Microsoft kostet halt 44 hier. Und Kabel kannst du einfach vom Handy nehmen. Du kannst es per Kabel nutzen oder per Bluetooth oder per WLAN. Gibt verschiedene Sachen, mehrere Sachen gehen. Was machen wir? Auf was bauen wir auf? Du wirst doch ein Kabel haben, Alter. Die Frage ist, welchen Xbox-Controller hast du? Welchen Xbox One? Mit Bluetooth, ohne Bluetooth? Schau mal, ob du es nutzen kannst. Hast du den? Oder hast du den alten? Weil der ist ja mit Ding. Hast du den alten? Oder den neuen mit Bluetooth? Gibt mehrere Revisionen. Das muss ich erst wissen. Der Unterschied ist, der ist mit Bluetooth, der ist ohne Bluetooth. Andere Revision, anderer Jahrgang. Und der ist anders vom Griff her. Müssen wir erstmal wissen, welchen du hast. Wenn du einen mit Bluetooth hast, holst du einen Bluetooth-Adapter für 10 Euro. Wenn du einen ohne Bluetooth hast, dann musst du dir das Ding für 40 Euro holen. Das ist von Microsoft, weil du kannst nur mit dem connecten. Weil die haben eine bestimmte Frequenz da. Der kann beides. Weiß ja nicht. Schau halt einfach, mach dein Handy an, mach Bluetooth, tu auf den Connect-Button drücken auf den Controller und schau, ob das Handy es findet. Wenn ja, ist es Bluetooth, wenn nicht, ist es nicht Bluetooth. Wir müssen halt wissen, was du hast, weil ich kann dir nicht irgendwas sagen, dann ist es falsch. Also immer diese Driver kann nichts im Kopf, nur links, rechts lenken. Kannst du nicht vorstellen. XM1800S. Bis 4 Wochen lieferbar, leck mich doch am Arsch. Leute, bei Thomann gibt es ein Dreier-Set. Wieso werden die... Okay, du Scheiße, die werden ein Dreier-Set verkauft.
Ach du Kacke, im Thoman, bei Thoman gibt es ein Dreier-Set. Was soll denn das mit diesen komischen lieferbar? 3 bis 4 Wochen. Ja, mit Muting wäre halt ultra, Mann. Mit Muting wäre ultra. Bist mit Handy verbunden? Kannst du. Okay. Hat das Handy deinen Controller gefunden? Dann einfach so ein Bluetooth-Ding dann einfach. Keine Ahnung, gibt's tausende. Bluetooth-Adapter. Keine Ahnung, für 2 Dollar. Keine Ahnung, hier. Was, kannst du irgendeinen aussuchen? Nimm irgendeinen Scheiß. Kannst du machen, ja? Kannst du deinen Penis steuern über SMS? Du kannst dir irgendeins von diesen aussuchen, quasi. So einen zum Beispiel. Ich würde dann gleich 5-0 nehmen. Den kannst du dir auch so auch nehmen. Keine Ahnung. Sowas halt und dann kannst du es verbinden. Ich kann dir die 2 mal reinschicken. Ich schicke dir die auch mit meinem Link, damit ich 10 Cent bekomme, wenn du was bestellst. Einmal. Brauchst du nicht unbedingt, nein, nicht mehr. Seitdem es Bluetooth gibt, das ist egal. Oder 2-mal. Egal welchen. Das ist wurscht. Die sind alle gleiche. Schade, dass das S nicht vorhanden ist. Kannst du dir nicht vorstellen. Das S gibt es gar nicht. Okay, das riecht total komisch hier. Ohne Set. Drei bis vier Wochen ist schon krass, Alter. Ja, kein Problem. Ich würde sagen, Gags fragen. Man kennt's, wa? Ich muss dieses Mikrofon mal anders hinschauen, damit ich es gescheit nutzen kann hier. Zum Glück. Brauche ich nie wieder ein Lenkertier aufstellen hier.
Moment. Jo. Schön, wenn du mit dem Link bestellt hast, kriege ich vielleicht 10 Cent. Das wäre natürlich Pock. Das wäre natürlich Pock. Weiß nicht, ob du mich jetzt hörst, aber ja, ich muss kurz das Mikrofon hier basteln. Ja, Mikrofon ist ganz weit weg hier. Ich muss kurz diese Scheiße anschrauben. So, okay. Wieder reintun. Kabel hinten rum verlegen. Ja, dann irgendwie so ein bisschen vor die Fresse und dann kann ich hier reden. Ja. Na gut, na gut. Das ist etwas tiefer, höher, dann kann ich hier quatschen, ganz normal. Test. Ja, geht, geht, geht. Okay. Das ist schön. Ich muss das nur waschen, den komischen Filter hier. So, ich habe mich entschlossen, keins davon zu bestellen. Erstmal. Dann passt das erstmal hier, bis ich dann von Thomann das krieg. Gut. Ja. Habe ich. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob ich den. Ich habe ja jetzt in einem USB-Hub. Was steht denn hier? Ob ich in einem USB-Hub. So, okay. Ich habe einen USB-Hub hier neben dem Ding. Habe an dessen 20 Meter USB-Kabel angesteckt, in die Küche verlängert. Und würde gerne noch Maus und Tastatur anschließen zum Lenkrad. Aber ich weiß nicht genau, ob das funktioniert, dann da, dass ich nochmal ein USB, nochmal ein Hub hin tue. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist ein Hub. Ich habe doch noch ein paar Hubs hier bestellt oder so, habe ich keinen mehr. Der andere wird ja eh nicht genutzt, eigentlich. Der wird eh nicht genutzt, der Scheiß. Ich habe so viele Sachen jetzt laufen, Dave, nebenbei, dass ich auch von der Küche ein paar Sachen steuern kann. Das kannst du dir nicht vorstellen. Nur mit Chat muss ich irgendwie schauen, dass ich es mache. Jetzt kann ich theoretisch einfach unter den Tisch was drücken, dann kann ich auf den Monitor hier schalten, aber das weiß ich nicht, ob es funktioniert alles. Ja, hoffe ich doch. Ich brauche einen USB-Hub, um es zu testen. Ich hab doch. Muss unbedingt dieses Ding putzen, Alter. Muss mal schnell schauen. Ich habe letztens USB-Hub noch welche geordert. Wo sind die denn? USB.
Mikrofon, USB-Ladegerät, USB-Ding, USB-C auf Ding. Scheiße, hab ich nicht gemacht. Nur zwei von denen. 17 Euro, krass, die sind echt stark, Mann. Und nur zwei. Hey, ich müsste noch einen haben. Auf einem ganz wilden Monitor. Auf einem ganz wilden Monitor, Dave. Ob ich das leaken soll? Ich weiß nicht, ob ich das schon leaken soll. Machen wir vielleicht später. Keine Leaks hier. Wir akzeptieren ja keine Leaks. Leaker werden weggebannt, die Schweine! So, okay. Also, wir sind hier in der Küche. Wir sind hier in der Küche und ich habe noch nicht alles eingerichtet. Seit 4 Uhr in der Früh bin ich dabei. Ich habe jetzt zum Glück noch so ein USB-Hub gefunden. Jetzt schaue ich mal. Ich habe ein USB-Hub an einem Computer angeschlossen. Dann habe ich ein Kabel angesteckt, was ich 20 Meter verlängert habe in die Küche und stecke ich nochmal ein Hub an. Mal schauen, was funktioniert. Ja, echt, oder? Mitten in der Nacht, ja, was soll denn das? So, hallo und hallo, Katie. Scheiße, Mann. Lol. Dieser Hub hier hat USB-C. Ich brauche normales USB. 20 Meter USB-Kabel, aktives USB-Kabel, 15 Meter XLR-Kabel, 15 Meter DisplayPort-Kabel, 15 Meter HDMI-Kabel, 15 Meter 3,5 Klinke-Kabel. Alles verlegt in die Küche. Jetzt habe ich hier einen unabhängigen Racing-Spot in der Küche und hinter mir ist der Ofen. Kann ich hier Pizza machen. Und Wireless-Mikrofon ist leer gerade. Hier ist der Spot, wo ich reinsprechen kann. Hallo, 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 hallo. Moin, 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 moin. Ja. Alles hier in der Küche installiert. Hier. Das ist halt die Küche. Müsste ich eigentlich noch alles haben?
Habe ich eigentlich alles. Ich habe das schon gefahren, es funktioniert, ist gar kein Problem. Ich brauche nur noch Maus und Tastatur, weil ich habe auf das Wireless-Stuff keinen Bock. Da muss ich noch mehr Kabel verlegen. Müsste ich alles haben, muss ich nur suchen. Ich hab hier, aber der ist USB-C. Ich habe es geschafft, den Rechner zu steuern, Techni. So, jetzt hat hier. Okay. Jetzt. Bei USB-Verlängerungskabel heißt es, heißt aktiv einfach, dass nochmal so ein Verteiler dazwischen ist. Ich kann dir das gleich zeigen. Und bei USB-Hub heißt aktiv mit Strom, ja. Das ja. Es gibt da verschiedene aktive Sachen. Was ich jetzt brauche, ist ein Adapter von USB-C zu USB, was ich hier habe, weil das Ding eh nicht geht. So. Okay. Mal kurz testen. Ich möchte in der Küche auch Maustastatur. Leuchtet auf jeden Fall. Denke ich mal das Lenkrad an. Oh, was ist denn jetzt? Ich habe doch jetzt hier. Wieso will er jedes Mal die Scheiße installieren? Was denn mit dem? Ich muss mal versuchen. Das Keyboard, was ich hier in der Küche hatte. Das hier auch funktioniert jetzt. So. Keyboard brauche ich. Das braucht jetzt zum Glück alles nicht viel Strom. Und Maus. Ich bin schon seit um 5 in der Früh ein bisschen hier am Verlegen, Kabel verlegen. Ich verlege Kabel, aber lege nichts flach. Also Flachbandkabel und so, ne? Man kennt's. Ich weiß. So, also nochmal ein Kabel verlegen. Wollte nochmal mein Mikrofon haben, was ich jetzt habe, aber ist ausverkauft. Man kann nur mehrere kaufen gleichzeitig und das will ich gerade nicht. Kabel hinter den Monitor verlegen. Und das ist schön, Technik, dann können wir heute mit den Monitoren gemeinsam spielen. Kappa. So, hier ein bisschen Kabel verschieben. Geht das hier, Maustastatur? Ja. Jo, cool. Geht doch. Dann kann ich den Scheiß wieder an den Tisch. Du, Moment. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon noch geht oder leer, ist mir egal. Ich muss hier gerade ein bisschen Stuff machen hier. So. Wieso habe ich 17 Mäuse? Achso, okay, einer Bett. Okay. Gut. So, jetzt testen wir das mal. Ich muss zwar schiffen, aber ich mache kurz eine Rundfahrt, um zu testen, ob es funktioniert. So, ich habe jetzt Maustastatur und Lenkrad und das Kabel angeschlossen. Mal schauen, ob es funktioniert. Und ich habe über mir eine Lampe. Und an dieser Lampe
hängen ganz, ganz viele Kabel. Das kann ich euch gar nicht zeigen. Na, vielleicht mache ich noch die Kamera anders in der Küche. Mal gucken. So. So, für Leute, die halt selten sind oder so, kennen sich da nicht aus. Ist ja hier, hat sich ja dann für die kaum was verändert. Aber für die, die immer da sind, ist komplett alles anders für mich jetzt hier zumindest auch. So. Das ist das Spiel. Nee. Ach Gott, wo ist denn Fnatic hier? Hallo? Welcher Monitor ist denn das? Was ist denn das? Ah. Edzard. So. Das geht. Hier. Ich muss das Ding noch mal schließen hier. So. Okay. So, ich versuche halt jetzt, ob alles geht. Maustastatur per Kabel ist angeschlossen. Was mir halt fehlt, ich habe kein Stream Deck hier. Ich kann da nicht so viel machen, aber ich habe trotzdem Zugriff auf den Stream-PC. So, ich sitze hier in der Küche. Links von mir, riesen Balkontür zu einem Innenhof mit Wiese und alles Mögliche. Rechts von mir ist ganz viele Schweinereien neben mir. Scheiße, leider habe ich den Ton ausgemacht am Mischpult. Wir haben keinen Ton. Nochmal aufstehen, Mischpult, weiß ich nicht. Ich wollte den Ton am Mischpult eigentlich immer mittig lassen, dass ich ihn hier per Regler regeln kann. So, deswegen hatte ich eigentlich eine Tastatur. Da kann ich ja so scrollen und so lauter, leiser machen. So. Finde ich geil, Technik. Dann ist es ja umso besser. So. War mir nicht sicher, ob ich überhaupt in eine Kategorie reingehen soll. Ich war ja jetzt die ganze Zeit bis 9:30 war ich einfach in Ding drin. In Just Sleeping war mir scheißegal. Hauptsache ich kann die umbauen in Ruhe. Und ich habe auch keinen Ton, ne? Nicht wundern. Aber komisch dann die Mail von dir gestern, Techni, dass das dann heißt, hey, es tut mir leid. So, ja gut, muss man schauen, solange es nicht ausfällt. Nee, Katie, ich habe hier noch passiven Hub, gerade in der Küche. Ich habe hier einen passiven Hub, aber das scheint zu reichen für Signal. Tastatur, Maus und Lenkrad. Tastatur und Maus ist ja USB 1. Müsste nicht reichen. Deswegen teste ich es gerade nochmal. Ja, aber haut so weit hin. Ich brauche die Mausen ja nur, wenn ich mal irgendwas klicken will, sonst nehme ich das Lenkrad her.
Man hört sogar das Schalten hier, finde ich interessant. Wusste ich gar nicht, dass man das hört. Gut. Bist du im Ludwigshafen oder wo sind die? Ludwigshafen in der Nähe? So, musst du noch schauen, was ich mit dem Chat genau mache. Muss mir irgendwie ein Tablet oder ein Handy oder so irgendwie hin tun. Ich habe zwar noch einen Monitor hier eingestellt, wo ich was lesen kann, aber ich brauche da andere Informationen wegen OBS und so ein Scheiß. Ich kann da nicht immer den Chat in Vordergrund haben. So. Egal. Kommt heute, finde ich geil. Einzige, was ein bisschen komisch ist, es flimmert. Ich habe hier irgendwie mehr Flimmern und ich habe ewig gebraucht, über eine Stunde, bis ich die Kamera hier eingerichtet habe. Die ist mit so einem Schwanenhals befestigt an so einer Küchentheke über dem Tisch. Hab den Schwanenhals gebogen, gedreht, geschwungen, mit ihm getanzt und habe das Handy versucht irgendwie zu platzieren, weil das ging irgendwie nicht so richtig. Und jetzt habe ich es angesteckt und hoffe, das geht einfach. Theoretisch müsstet ihr kaum Unterschied erkennen. Zum anderen, der Winkel ist ein bisschen anders. Und es ist auch klarer von der Qualität, sag ich mal. Aber es geht halt manchmal außen an. Es blinkt halt manchmal. Aber das kann ich jetzt echt nicht. Das kann ich jetzt echt während des laufenden Streams nicht verändern. Und auch danach wird es schwer, weil ich kann nicht noch mehr Kabel verlegen in die Küche. Das passt zu. Muss erstmal so reichen. Mach das. So, aber die Aktion ist soweit geglückt, muss ich mal sagen, erstmal. Ich habe die Kabel über den Schrank rüber. Ich habe das Kabel über das Licht, über die Leuchte im Flur. Und ich bin von Licht zu Licht gegangen. Von Licht zu Licht bin ich gegangen. Und dann über das Licht in der Küche und von dem Licht in der Küche Richtung Wand, hinter Flaschen. Hinter Flaschen. Und wenn ich da am Kabel ziehe, fallen die theoretisch mir auf den Kopf und ich bin tot. Aber das ist ja nicht so schlimm, das wird schon nicht passieren. Was ich noch machen muss, ist das richtig an der Wand befestigen, dann lasse ich mir dann helfen. Ich habe erstmal Vorarbeit geleistet hier. Ich muss nur bei dem Keyboard irgendwie die Tastenkombi herausfinden, wie ich laute leise machen kann. Bei dem anderen konnte ich einfach drehen. Deswegen fand ich es auch ziemlich geil hier. Ich dachte, hey, ich mache sogar vielleicht Facecam oder so, aber das ging gerade nicht wegen der Kamera. Mir wäre das scheißegal gewesen, wenn er fängt. Das hört mich nicht. Der Unterschied zu sonst ist, dass das Lenkrad ist nicht mehr an den Tisch angelehnt, weil der Tisch ist so ein. Was haben wir gestern gesagt? Nennt sich das Bartisch? Bar. Theke, irgend sowas an die Wand angemacht und die ist nicht so breit wie der andere Tisch. Die Pedalen sind an der Wand bis nach vorne geschoben und ich habe noch 10 cm Platz mit dem Fanatec Bass-Ding vorm Tisch. Und ich könnte den Monitor nochmal viele, viele Zentimeter zu mir herrücken. Ich habe den an die Wand nach ganz hinten gestellt, aber er ist ja groß. Deswegen konnte ich das neue FOV ausrechnen und FOV 46 ist das der aktuelle Wert, der okay ist. 46 bis 47. Ich habe 46, irgendwas gemacht.
Ja, ein bisschen ausruhen konnte ich mich. Nicht so lange. Aber hat gepasst, war mehr als die letzten Tage. Von daher ist es ja soweit, passt das soweit. Chat würde ich gerne unter dem Monitor haben. Handy habe ich schon hingetan, aber das ist viel zu klein von der Schriftart. Oder muss vielleicht ein Tablet her oder so. Oder das Tablet muss links irgendwie hin oder so. Weiß nicht genau. So. Okay. Ja, funktioniert. Wenn es ausfällt, fällt es aus. Keine Ahnung. Kurz ausschalten. Oder mal das kurz hier hinhängen. Ich gehe nochmal wieder kurz auf Wireless. Ich hatte es gemutet, okay. So. Das an, das aus. Ja, jetzt kann ich in der Küche aufstehen. Oh, den Stuhl muss ich ja trotzdem nach hinten beziehen und muss aufpassen, dass ich das Mikrofon nicht kicke. Das ist rechts von mir. Aber ich muss jetzt nicht mehr ganz so viel machen. Oh Gott. Was ist denn der da gemacht hier mit dem Scheiß? Okay. Jo. Und dann, wenn ich hier bin, kann ich halt hier reinquatschen und kann das Wireless Mikrofon einfach muten und fertig. So, okay. Dann ist der Umbau fast fertig. Moin, Racepoint. Ton können wir anmachen, den ich jetzt gerade nicht höre, weil ich habe kein Ding mitgenommen. Ich habe jetzt hier keinen Ton mehr, halt. Ich müsste da mal umstecken. Hallo, Bioma. Ich gehe jetzt erstmal schiffen. Und dann drehen wir noch ein, zwei Runden. Ich will aber was essen. Ich bin um 4 aufgestanden und habe bis 10:30 Kabel verlegt, weil ich bin einfach umgezogen in die Küche mit dem Racing Setup. Das seht ihr hier. Das ist in der Küche. Ich bin hier im Wohnzimmer und musste 5x15 Meter Kabel verlegen. Das war nicht einfach, aber ich hatte es irgendwie geschafft. Wegen Ton muss ich noch gucken. Ja. Was wollte ich eigentlich jetzt hier? Achso, ich wollte einfach den Ton anmachen, gell? Und ich wollte schon auf dem Keyboard, wie ich den Ton lauter leise machen kann. Das kann ich ja hier so mit dem. Aber ich weiß nicht, wie es mit dem anderen Keyboard geht. Na gut. Ich gehe zurück auf Wireless. Dann können wir mal schauen. Muss hier noch aufräumen. Es sind noch wie ein Schweinestall von dem ganzen Umbau. Aber meine Füße sagen nein. Du machst jetzt erstmal nichts mehr. Ich musste mich auch immer wieder hinsetzen. So. Muss mal schauen, wie viel Racing wir jetzt machen. Ich habe 5 Stunden umgebaut. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, meine Gesundheit ist ziemlich ripp. Deswegen habe ich auch Racing angefangen. Jeder Tag kann ein Tag sein, wo ein heftiger Krampf kommt und ich dann mich nicht mehr bewegen kann. Deswegen mache ich jetzt Racing und wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. So, das Kabel kann ich hier auch wieder zurück tun. Erstmal schiffen hier. Ich kann auch gar nicht mehr rausgehen, weil ich habe vor der Tür ein paar Sachen hingelegt. Lol. Hat euch eingesperrt hier.
Ich muss schauen, wie ich mir das am besten jetzt hinbiege. Ich brauche noch ein paar, sage ich mal, Stream-Steuerelemente in der Küche. Aber ja, mal gucken. Ich habe jetzt einen Monitor, ich hab Maustastatur und ich habe das Lenker, das ist das Wichtigste. Und ich kann halt jetzt einfach hin und her switchen ohne viel Aufwand, sage ich jetzt mal. Aufwand ist mehr für mich, aber für euch sieht es ja fast gleich aus. Ich bin aber in zwei verschiedenen Räumen und habe in dem Raum in der Küche ein bisschen mehr Luft, auch jetzt hier in der heißen Zeit heute, 32 Grad. Ja, wie geht's euch? So, guten Morgen. Ich bin schon seit 5 Uhr aktiv, habe ich schon gesagt, habe umgebaut und ja, jetzt gucken wir mal, was wir machen. Frühstück muss ich auch irgendwann. Und muss noch überlegen, was ich noch so brauche für die Küche, weil so ganz 100% zufrieden bin ich auch nicht. Ich kann halt nicht alles steuern. Ich kann nicht alles steuern von hier. Lass mir das Tablet nehmen für die Streamsteuerung noch. Sound habe ich, das andere Lenker kann ich auch mal kurz hin tun. Handy kann ich mir hin tun für Chat, aber Handy kann ich nicht immer da lassen, weil ich brauche das ja selber so. So, wie geht's euch? Habt ihr geschlafen? Das Bild unten links, was du dies in die Küche gezogen. Ich sitze in der Küche. Das hier ist die Küche, da links unten. Das hier. Küche. Lenkrad, Mikrofon, Monitor, Maus, Tastatur, Küche. Links ist Küche, rechts ist Wohnzimmer. Hier Wohnzimmer, das andere ist Küche. Ja, was soll ich denn die ganze Küche zeigen? Die andere Küchencam wäre halt das da. Ja. So, die sitzt, warte, das ist halt die andere kleine Küchencam. Das ist halt genau gegen. Das, was du siehst unten rechts, ist jetzt hinter dem Sitzdings da. Was willst du denn sehen? Was willst du denn sehen, wenn ich da sitze und fahre? Genau das. Genau das. Hier. Hier ist die Küche und da ist der Ofen. Hier. Auf der linken Seite. So, ich brauche halt noch ein bisschen, muss ein bisschen schauen wegen Kabel und sowas, wegen Ladegeräten, alle. Muss noch kurz das anstecken hier. Hab alles nicht in der Küche. Das erzähle ich dir sofort. Du warst ja gar nicht da in den letzten Tagen, ne? Geht darum, weil ich, wenn ich das Ganze im Wohnzimmer habe, ich kann nichts mit meinem PC machen. Ich kann nur fahren. Nichts anderes mehr. Das heißt, ich kann nicht, nenne mal mich am PC setzen, kurz surfen, YouTube schauen, ich kann nur fahren. Sonst nichts. Gar nichts. Und ich muss einen Alternativspot finden. Und der ist nun mal die einzige Möglichkeit. Für mich ist halt in der Küche.
Erstmal habe ich hier schön frische Luft. Bin dicht mit meinem Kapuff da drin, da wo es total eng ist. Ich kann mich hier sogar ausstrecken. Links, rechts. Und ja, ich kann halt hier... Ich kann halt aufstehen, bin in der Küche. Kann ins Wohnzimmer gehen, kann meine Sachen machen da am PC. Müsst ihr vorstellen, ich konnte jetzt wochenlang nicht mehr an den PC ran. Nur noch mich vors Lenker setzen. Nicht einmal mehr sagen, hey, ich komm, geh hin. Schau ein bisschen YouTube, tu ein bisschen was tippen. Sondern ich musste alles um das Lenkrad herum machen, weißt du?